Für mich ein relativ wichtiger Tag, weil die drei Jahre waren schon ziemlich anstrengend. Das ist etwa für mich gleich bedeutend wie Lehrabschluss, Militärabschluss, Heirat und erste Kind. Ich bin seit 8 Jahren Schulleiter der Juventus Technikerschule HF und es war heute meine 16. Diplomfeier, die ich gestalten durfte. Und was mich fasziniert ist, Kenny war gleich wie die anderen. Weil es sind immer andere Leute, eine andere Dynamik. Ich kann in diesen 3 Jahren auch spannende Unterrichte erleben, Werkstoffkunde zum Beispiel oder Strömungslehre, das war sehr spannend und ich komme da sicher mit vielen neuen Weisheiten aus. Wenn man das Ganze anschaut, mit Schule, mit den Dozenten, mit den Schülern, das ist wie eine Reise, das ist eine eigene Weltreise, die man macht. Klar, man bleibt halt in Zürich. Aber es ist gleich, es ist eine mega gute Erfahrung. Wir haben 2 ganz tolle Klassen können verabschieden, die wirklich einen guten Klassengeist entwickelt haben. Man hat das auch gespürt. Und in dieser Atmosphäre lernt man lieber und lernt man auch besser. Und das ist aber auch etwas, was in der Kompetenz einem nachher weiterbringt, weil in der heutigen Arbeitswelt kann man nicht mehr allein arbeiten. Man schafft zusammen, in Gruppen. Man muss Freude haben an dem Arbeiten in Gruppen. Die Stärken dieses Lehrgang sind vor allem für Leute aus der Praxis gedacht. Weil die Leute kommen aus der Praxis, werden in der Praxis ausgebildet und gehen wieder in die Praxis.